Okay, jetzt sind wir bei der Kandahar-Abfahrt in Garmisch bei richtigen Nassschnee. Super, nicht toller Schnee, aber wir fahren jetzt mal die ganze Schwarze runter. Auf geht's! Eva, fahr zu, ich fahr hin. Zwei Minuten gibt's zu knacken. Jetzt ist der Steilhang. Alle anderen fahren da Schuss runter. Ganz schön steil. Haben wir Verkehr. Vor uns. Da wird schon ganz schön schnell, wenn wir da Schuss runter Orbi fahren. Können wir mal ein Stück fahren, da Schuss, gell? Wenn wir jetzt noch fort, dann wird es jetzt ganz schnell schnell hier, gell? Da muss man genügend Schwung mitnehmen, dass man hier in der Traverse da eine ordentliche Geschwindigkeit hat, weil sonst wird man hier nämlich sehr langsam. Okay, fahr zu! Die anderen fahren da alle Schusszocke. Das ist mir natürlich viel zu anstrengend. Und die anderen fahren da geradeaus. Das ist mir auch viel zu anstrengend und zu schnell vor allen Dingen. Aber mein Gott, jetzt schauen wir mal. Der Schnee ist natürlich beschissen. Auf gut Teil bayerisch, gell? Es ist viel zu warm. Es muss hier viel besser da kompakt hier sein. Das ist doch dickter oder so weiter. Aber jetzt ist es egal. Sind wir runter, gell? Schauen wir, ob das Mädel da wieder vorfährt. Jetzt bin ich mal, hab auch geht's zur Fass. Damit man was denkt. So, das fahren die anderen auch alles Schuss, gell? Und wir tun da schön unsere Sprünge immer. Schaut mal, wie dick der Schnee ist da. Furchtbar. Das ist wie ein Tiefschnee, nur viel nässer. Und da ist es richtiger schwerer Schnee. Jetzt sind wir am Ende von dem Gleitstück. Jetzt langsam wird es dann wieder steiler, aber da zeigt sich dann meistens sehr gut oben den Steilhang gefahren ist, weil wer hier schnell das Gleitstück fährt, der hat natürlich einen eindeutigen Vorteil, gell? So, jetzt fahren wir ein bisschen schneller, hopp, wieder auf geht's, so fahren wir nicht, so fahren wir nicht. Fahren wir wieder das nächste Steilstück rein, gell? Das ist zwar nicht so ein super Steilstück hier, aber das nächste, das geht schon ganz schön runter da, gell? So, da fahren wir jetzt Abi. Heute kommen wir auf geht's, da fahren wir Abi. Los geht's, hopp, hopp. Ein bisschen schneller, hopp, geht schon. Links, rechts, hopp, auf geht's, hopp. Hopp, 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 weiter da, hopp, 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 hopp. Mein Gott, jetzt werden die Knie werden jetzt langsam schwammer. Werden ein bisschen dick, die Knie da, aber das ist wurscht, da müssen wir jetzt durch. Auf geht's. Und da sind jetzt Leute, die da springen da runter, weil das ist nämlich so, wenn man da schnell fährt, dann geht's da schon ganz schön an wieder. Weil da springen die Leute. Wie gesagt, wir fahren weiterhin unsere Vögel da, gell? Wie die Anfänger halt. Aber das macht ja nichts. Gell? So. Jetzt sind die Knie langsam richtiger, die Oberschenkel sind richtige Schwammer. Da geht's jetzt ja ganz schlechter. Ich bin richtig mehr jetzt da. Die Profis fahren 1 Minute 55 runter, 2 Minuten, aber das schaffen wir halt nicht, wenn wir unterwegs Brotzeit machen. Okay, aber es macht nichts. Und hopp, 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 hopp,
Aha. Es ist eigentlich gar nicht so schlecht hier. Zum Glück sein heute, weil heute ist Silvester, gell? Heute ist das der 31.12.2022. Das heißt, heute sind nicht so viele Leute unterwegs, weil die meisten sind schon beim Feiern. Die haben schon ein Bier oder ein Wein oder sonst irgendwas. Und jetzt werden wir überholt von so einem kleinen Bengel da, das ist natürlich taublich. Das können wir sie nicht machen. Dann müssen wir so ein bisschen schneller, ein bisschen Gas geben hier, gell? So, jetzt geht es wieder so ein Gleitstück da. Dann müssen wir jetzt da rechts drüber und dann links da oben. Ich bin jetzt langsam komplett durchgeschwitzt. Aber mein Gott, was macht man denn da jetzt? So, das ist jetzt die eine Strecke. Man sieht natürlich, viel Schnee ist da nicht mehr da. Da ist grün überall. Da ist quer, da ist grün. Nur eine Strecke. Das ist der eigentliche Steilhang da oben. Aber den haben sie heute überhaupt nicht beschneit. Deswegen geht es auch nichts heute. So, mir ist es jetzt zu langsam hier, was meine Tochter da fährt. Also ich fahre jetzt mal da weiter. Servus halt, servus. Sehen wir uns dann unten, gell? Also, können wir abgehen. Okay. Haben wir es geschafft, gell? So. Wir sind jetzt wieder oben am Starthäuschen der Kandahar Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen. Schönes Wetter heute, nicht sehr viel Schnee. Also hier geht der Starthang runter, danach geht es in die Steilhang. Und wir fahren aber dann nicht die schwarze runter, sondern die rote. Die ist derzeit sogar schon schwieriger, weil mehr Schnee, also gar Tiefschnee, richtig fester, pappiger Tiefschnee ist. Und das geht aber dann bis ganz unten, das ist dann auch ganz schön. Also, packen wir's. Hier, los geht's. Piep, piep, piep. Natürlich ein bisschen schwierig bei dem Schnee, aber selbst wenn er der super Schnee wäre, würde ich trotzdem nie Schuss runterfahren, weil ich viel zu voll schwitze. Und dann geht es ziemlich gleich in den Steilhang runter. Und das ist ein richtiger Steilhang. Da würde ich auch nie im Leben Schuss runterfahren. Aber gut, es gibt ein paar Leute, die machen es. Ich mache das nicht, aber hier schaut mal, wie das Gas da runter geht. So, da hängt rechts, hoffe ich ab. Hier ist Slalom. Die Schiene hier, die ist mir ein bisschen langsam. Die muss ich mal kurz überholen. Aber da warte ich dann unten zu dir. Normalerweise geht es da drüben, da weiter. Und dann ist es das Gleitstück. Aber wir fahren jetzt aber gleich die rote da. Gut. Links, rechts, hoffe ich ab. 2022er da bis Silvester, deswegen sind noch so wenig Leute da. Gut. Komm mal. Aus dem. Auch schon mal da. Jetzt müssen wir mal kurz ein bisschen links drüber und dann geht es gleich wieder weiter geradeaus. Die Kollegin ist da. Passt schon. So, also hab bitte. Hab bitte. Hab bitte. Hab. Oh, jetzt gibt es da Funkelpistenwechsler. Ich bin ein bisschen schneller machen. Dann ist es runtergefahren. Und jetzt geht es dann da drüben. Da weiter. Aber jetzt warten wir mal kurz. Bis Kollegen. Jetzt sieht man es da, gell? Nein, ne? Aber das kriegt schon. Jetzt hat das eigentlich ganz gut. Aber ein bisschen mehr mit dem Oberkörper musst du tun. So, jetzt fahren wir da weiter. Auf geht's. Schauen wir mal. So. Ja. Stückerlau, jetzt kriegst du jetzt überhaupt kein Schnee. Überhaupt kein Schnee da. Jetzt ist die ganze Abfahrt, geht's jetzt runter. Wieder am Grad. So, da ist was. Die ist, glaube ich, ein bisschen mehr. So, ich fahre jetzt auch die gleiche ganze. Ich zeige die steile Stücke da runter, links, rechts. Schaut gut aus. Hopp, oh, jetzt wird es schnell. Jetzt wird es aber fast schnell, gell? Jetzt wird es da hügelig. Aber das ist schon gleich. Schauen wir mal, was die Kollegin macht. Die ist fast da. Schauen wir mal. Fahren wir weiter. Komm, auf geht's. Vorbei an mir und weiter. Hopp. Ja, klar, dann sind wir weit. Geht's nur noch hin und her. Hopp, auf geht's. So, jetzt geht es noch mal ein bisschen runter, aber kann man eigentlich jetzt schön auch
Kann schon passieren. Wirklich, ja, manchmal ist da eisig und dann sind da schon ein paar Leute da, die so Angst haben, gell? Da! So, das ist jetzt die dritte und letzte Abfahrt, die wir heute machen. Jetzt machen die nämlich gleich zu. Es ist schon fast 4 Uhr. Und die machen nämlich 4 Uhr zu, weil jetzt wird es dann gleich dunkel hier in Garmisch. Gell? So, jetzt ist wir hier wieder am Starthang. Da fahren wir jetzt runter und dann fahren wir ganz rechts rüber zum Hausberg. Und dann fahren wir die ganze Hausberg-Abfahrt runter. Los geht's, machen wir's. Ha? Zicke, 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 zicke ab. Links geht jetzt zum Steilhang runter. Das machen wir nicht. Weil sonst kommen wir nicht mehr rüber zum Hausberg. So, aber trotzdem schieben wir es mal nicht. Und da ist der andere Lift. Jetzt muss man noch mal mit dem Schlepplift. Oh, das ist da. Dann gehen wir weiter. So, jetzt ist schon so ein Schneefest. Da kommt dann die Gondel jetzt davor. Ah ja, jetzt fahren wir runter. Okay. Nur das laufen lassen. Oder uns da rechts rum. Das kann man nicht ganz schaffen. Da gibt es einen Lift. Das wäre jetzt dann die Hornabfahrt. Da ist aber fast gar kein Schnee da, wie man sieht. Okay. Da geht schon gar nichts mehr. Geht dann langsam gleich wieder. Aber wenn viel Leute da sind, dann ist der immer noch immer wieder langsam da, gell? Die Piste. Okay. Da hab ich. Verfahren kann man sich jetzt nicht mehr, weil links und rechts ist Wiese. Die Beine nicht mehr so, wie es das eh jetzt macht. Halt. So. Wie? Das ist jetzt Tiefschnee mit Buckelpiste und wirklich nass. Also, hopp. Da muss man sich ganz konzentrieren. Man nennt das auch den Haxenbrecherschnee, weil man die Haxen ganz schnell brechen kann. Gerade. Okay. Fährt sehr gut. Hat eben nicht geschafft. So, machen wir nochmal den nächsten Ding. Und auch schon. Da unten kann man jetzt ein bisschen Karre fahren, gell? Die Schlittschuhe laufen auf Ski. Jetzt muss er ab. So. Hin und her Karlsfan mit den neuen Karlsfan-Ski. Ich habe es immer mit den langen Ski erklärt, deswegen ist das Karlsfan ein bisschen komisch. Aber mein Gott, man macht ja die Dinger halt trotzdem. Hier hat alles einer gekauft. Das ist schon. Oh. So, sind wir halt wieder um. So, jetzt da ist die dritte. Okay, kann da mit Schnee. Unbedarftes Besteck. Yeah.